Markus Weinberg, CDU-CSU-Fraktion, das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Frau Schaus, genau das Gegenteil ist der Fall. Dieses Gesetz ist genau die Antwort auf die Situation in Deutschland. Und wenn ich das ergänzen darf, das ist heute ein besonderer Tag. Tatsächlich mit den Gesetzen, die wir verabschiedet haben, die wir jetzt verabschieden und die wir noch verabschieden werden, ist es auch ein guter Tag für die Frauenpolitik in Deutschland. Und ich glaube, die Große Koalition kann sagen, wir haben hier gute Gesetze auf den Weg gebracht, die höchste Zeit wurden, was höchste Zeit wurde. Und ich möchte auch sagen, dass dieses Prostituierten-Schutzgesetz nicht, wir stehen nicht jetzt am Ende der Debatte und wir stehen nicht am Ende des Kampfes gegen Fremdbestimmung und gegen Ausbeutung, sondern am Anfang. Und dieses Prostituierten-Schutzgesetz ist auch eine klare Kampfansage an Zuhälter, an Ausbeuter und an die Frauenhändler. Das Prostitutionsgesetz war tatsächlich die Legalisierung der Prostitution, richtig. Aber die Frage muss gestellt werden, wer hat davon profitiert? In erster Linie man profitiert die Vermieter von Laufhäusern, die Bordellbetreiber und die Zuhälter. Und diejenigen, die nicht profitiert haben, das waren die Prostituierten. Es sind mehr geworden, sie sind in Elendssituationen, in Armutsprostitution und sie sind diejenigen, die dringend unsere Hilfe als Staat auch brauchen mit diesem Prostituierten-Schutzgesetz. Und dann, Frau Möhring, will ich mal was sagen zur Stigmatisierung, weil das wieder mal Ihr Hauptthema war, Stigmatisierung. Die meisten Frauen können gar nicht stigmatisiert werden, weil die mittlerweile am öffentlichen Leben gar nicht mehr teilnehmen, weil die nach Deutschland gekarrt werden, 24 Stunden sich aufhalten in einem Zimmer, bereitstehen müssen, weil sie deutsche Sprache nicht beherrschen, weil sie einen Lieferservice, weil sie Lieferservice in Anspruch nehmen müssen und weil sie in Städte kommen, in denen sie gar nicht wissen, dass es die überhaupt gibt. Und deswegen gibt es diese Stigmatisierung in der Form überhaupt nicht. Angesprochen wurde bereits datenschutzrechtlich bei der Anmeldung. Dort haben wir darauf geachtet, dass dieses nicht kommt. Stigmatisierung erleben wir in anderen Bereichen. Und darum geht es uns. Damit muss Schluss sein, die Situation der betroffenen Frauen. Und deswegen auch mal ein Satz zur Diskussionskultur. Es ist ja heutzutage Mode, dass man diese Konsensdemokratie oder diese Verhandlungsdemokratie kritisiert in der Gesellschaft und sagt, wir brauchen wieder klare Ansagen und klare Linien. Angesprochen wurden die verschiedenen Linien auch bei der Bewertung der Prostitution. Und das ambitionierte Vorhaben, dass Sozialdemokraten, Christsoziale und Christdemokraten gemeinsam ein Gesetz hinbekommen, das war politisch wirklich hochambitioniert. Ich sage auch mal eins ganz deutlich. Das Ergebnis, die Alternative zu diesem Konsens, zu diesem gemeinsamen guten Kompromiss, wäre möglicherweise gewesen, dass wir gar kein Gesetz bekommen. Und dann kann ich nur eins sagen. Dann hätten Sie die Elendssituation in der Prostitution weiter in den nächsten Jahren erleben müssen. Deswegen war es gut, dass wir uns geeinigt haben mit diesem Gesetz, auch in der Frage Prostitutionsschutzgesetz. Und es ist leider nicht mehr der Fall, dass was wir meinen, was Sie uns vorgeworfen haben, wir hätten immer sofort das Thema Zwangsprostitution und Menschenhandel im Kopf. Nein, die Prostitution läuft heute anders ab. Und das ist nicht irgendwo erfunden, sondern das sind Realitäten. Gehen Sie nach Bayern, dort gibt es Laufhäuser, irgendwo im Gewerbegebiet. Dort sind Frauen, die zahlen 100 Euro Miete, 100 Euro Miete am Tag. Das heißt 3.000 Euro im Monat. 3.000 Euro im Monat bei 30 Zimmern macht das 90.000 für den Vermieter im Monat. Aber diese Prostituierte, die muss jeden Tag diese 100 Euro zahlen. Die braucht mindestens zwei oder drei Freier, um das Geld reinzubekommen. Und da sage ich Ihnen auch, auch diese Form müssen wir jetzt abstellen. Mit dem Prostituierten-Schutzgesetz eröffnen wir auch die Möglichkeit, dass man dann sagt, bei dieser Form von Mietwucher, bei dieser tatsächlich indirekten Fremdbestimmung, da können wir eingreifen und dann können wir das Laufhaus und das Bordell auch zumachen. Weil auch das brauchen wir dringend, dass wir so die Prostituierten schützen, davor, dass sie ausgebeutet werden. Angesprochen wurden bereits richtigerweise tatsächlich stärkere Kontrollen, restriktivere Erlaubniserteilung für Betriebe, mehr Beratung, damit auch Stärkung der Pflichten und der Rechte, Hilfsangebote und Ähnliches. Und dann waren uns viele Punkte extrem wichtig. Ich will ein, zwei, drei Punkte rausgreifen. Das Thema war Prostitution von schwangeren Frauen. Es gibt in Zukunft keine Betriebserlaubnis mehr, wenn Bordelle dieses anbieten. Flatrate, Gangbang-Partys oder Angebote Sex mit Schwangeren. Das war uns wichtig, dass wir dieses auch endlich untersagen, damit wir auch das ungeborene Leben schützen. Und ich glaube, auch das war ein großer Erfolg. Das Gleiche gilt für die Bereiche, habe ich angesprochen, Mieten. Das Gleiche geht über das Weisungsrecht. Endlich, endlich gibt es keine Weisung mehr für eine sexuelle Dienstleistung. Endlich haben wir bessere Beratung und werden wir Beratung bekommen. Endlich haben wir Beratungseinrichtungen und Gesundheitsbehörden, die auch Zutrittsrechte zu den Prostitutionsstätten insgesamt bekommen. Und dann noch mal zu Ihrer Kritik der Anhörung. Ich weiß, wen wir als CDU-CSU eingeladen haben. Das waren Ärzte, Sozialberater,
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die alle dieses Gesetz unterstützen. Das waren die Menschen, die genau mit den Prostituierten arbeiten und die genau die Situation der Prostituierten einschätzen können. Das waren keine Verbandsvertreter, das waren diejenigen, die uns gesagt haben, schaut euch an, was da passiert in diesem Bereich, schaut euch an, wie die Prostituierten leben, macht endlich was, macht dieses Gesetz, das ist gut und das ist wichtig. Und deswegen hätte ich mir, Sie können uns ja vorwerfen, dass wir vielleicht die großen Verbände, die sich für Prostituierte einsetzen, für die Sexdienstleisterinnen einsetzen, dass wir die nicht so im Fokus haben bei 250, 300.000 Prostituierten, wenn ein Verband 70 oder 80 Prostituierte vertritt. Das mag vielleicht sein. Aber eins, Frau Möhring, muss ich Ihnen auch mal sagen. Nicht einmal haben Sie sich mal irgendwie geäußert und sich geöffnet für die Frage, wie ist die Situation in diesem Bereich. Sie haben tatsächlich das falsche Bild, zumindest hier in den Debatten präsentieren Sie das. Und da muss ich auch sagen, da hätte ich mir schon von Opposition gewünscht, dass Sie etwas ernsthafter mit gewissen Themen, gewissen Problemen auch umgehen. Von mir kriegen Sie bestimmt keine Redezeit. Deswegen komme ich zum Schluss und kann noch Folgendes sagen. Das ist ein gutes Gesetz. Wir erwarten von den Ländern, dass sie das Gesetz auch umsetzen. Denn wir wissen alle aus unseren Wahlkreisen, aus unseren Bundesländern, dass dann vor Ort geschaut werden muss, wie können wir maximal dieses Gesetz auch umsetzen. Wir werden es auch evaluieren und überprüfen und auch nachsteuern. Und deswegen noch einmal, was wichtig ist. Wir sind nicht am Ende des Kampfes gegen Fremdbestimmung und gegen Ausbeutung. Wir sind am Anfang des Kampfes gegen Fremdbestimmung und Ausbeutung. Und deswegen ist auch dieses Gesetz heute ein guter Tag für die Betroffenen und ein schlechter Tag für die Ausbeuter und Zuhälter. So soll es sein. Deswegen bitte ich auch um Zustimmung zu diesem guten Gesetz. Vielen Dank. Das Wort hat Ulrike Bahr, SPD-Fraktion.